Oh, Alter, was geht ab, Leute? Und ja, heute ist C-Day oder war es C-Day? Ich habe es echt vollkommen verplant. Ich habe so viel für heute mir vorgenommen und geplant. Und dann kommt diese Nachricht auf Telegram von diesen DHP Go News Leuten, dass C-Day in 45 Minuten anfängt. Ich meine, ich habe nebenbei jetzt 2-3 Shinies mitgenommen. Reicht. Dreifach Sternstopp wäre saftig gewesen. 1-200.000 habe ich mir wenigstens gegönnt, aber 1 Million wäre echt drin gewesen. Auf jeden Fall treffe ich mich jetzt mit ein paar Kollegen, potenziell was Wichtiges besprechen, aber Chaos-Truppe, mal schauen, wer überhaupt kommt. Ja, ich habe gestern auch, also Mittwoch, Donnerstag habe ich nicht gespielt, gar nicht. Und gestern habe ich wieder ein paar Geschenke geöffnet, verschickt. Schaut mal, Leute, saftiges Ochsen-Sandwich. Endlich von diesem Laden, der jedes Mal, wenn wir dann vorbeigegangen sind, zu hatte. Aber endlich haben wir es mal geschafft. Ja, und jetzt warten wir auf wer auch immer kommt. Schauen wir mal, wer alles kommt. Seht ihr dann. Ich habe gerade von Tati eine interessante Frage gestellt bekommen. Ja, die werde ich öfters gefragt und die werde ich auch demnächst beantworten. Also vielleicht morgen oder übermorgen. Das ist eine meiner letzten Pogo-Videos. Hast du eine Vermutung? Du kennst mich ja relativ gut. Wieso mache ich nichts mit Niantic? Oder wieso machen die nichts mit Neo? Wer weiß? Wieso gab es da noch nichts? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du vielleicht, weil dass ich auf sie zugekommen bin. Ich kann es mir vorstellen, aber. Aber eigentlich hättest du es schon gesagt dann eigentlich. Aber Vermutung ist eigentlich schon. Schon, aber ich schon weiß was. Nicht was, Alter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir sind jetzt alle da. Wir laufen so durch die Stadt, hier und da, überall Demonstrationen. Wie ist das? Die anderen streiten fleißig, diskutieren, argumentieren. Verschiedensten Themen. Und wie geil wär's, wenn die Kamera gelaufen wäre. Nico meinte schon, ein interessantes Thema haben wir verpasst, weil die Kamera nicht lief. Ja, genau, man. Badisch hat uns erzählt, dass er fast erschossen wurde. Er wäre lieber getasert worden, aber ich wäre lieber dabei gewesen. Also ich hätte es echt gefeiert, hätte der Polizist das Video bei YouTube reingestellt. Ja, okay. Dieser Polizist, ich schneid's raus oder mach ein Bild. Der soll öffentlich gefoltert werden, der hat die schwarze Suche. Okay. Achso, ja, der schon. Ja. Der schon. Ich dachte, wir gehen von deinem Kopf, Mann. Wir gehen jetzt aber deinem. Der schon. Von deinem Kopf. Der dich fast erschossen hat. Oh mein Gott, nicht erschossen. Er hat mit einer Waffe geladen, auf mich gezielt. Das ist einfach Fakt. Ja, aber das ist der Einsatz. Ja, übertrieben halt, natürlich. Einsatz, oder? Oh mein Gott, meine Hände waren so schnell ja. Hoch. Ja. Ich dachte mir, what the fuck. Habt ihr das Video von Mois gesehen? Was? Das Video von Mois letztens? Da war auch irgendwas, gell? Ja, mit Maestro, ja. Und Polizei. Was war, der wurde geschlagen? Ja, geschlagen auf den Hinterkopf mit Knüppel und so. Ja, ja. Auch, aber auch grundlos. Also, der eine Kopf hat geschrien, Waffe. Und er war nicht mal in der Nähe von der Waffe, also. Aber die haben ihn halt weggezogen und dann auf den Boden und dann ja. Gewalt dies. Wo war das? In Amerika? Nein, oh. Irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder so. Okay. Willkür, das ist Willkür. Naja, auf jeden Fall. Habt ihr jetzt alles fertig ausdiskutiert? Können wir jetzt mit Serious Business anfangen? Nein! Alles muss raus. Sag noch dein letztes Thema. Alles muss raus. Okay, alles, was ich sage, heißt nicht, dass ich recht habe, sondern nur, es ist meine Überzeugung. Ihr könnt nicht meine Meinung sein, ist okay. Wenn ich etwas sage, bin ich halt überzeugt davon. Wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann sage ich, ich weiß es nicht. Aber du hast immer diese sture Überzeugung. Nein, ich habe mich wirklich informiert. Du nicht, oder wie? Ich auch. Ich habe schon zum Beispiel deine Meinung über Bitcoin. Ich nicht. Wo Bitcoin bei $670 war. Und da schaue ich nach 1,5 Jahren, er war bei $20.000. Das Gefühl, das sollt ihr nicht haben. Ja, wenn das Gefühl kann bei ich mir euch vorstellen, kommt, ja. Dann werde ich sagen, oh mein Gott. Ja, ist auch eine wichtige Frage. Das war ja, aber wichtig ist erstmal, dass ihr schon wieder vergessen. Ja, 50-50 biete ich euch über, an. Über das Ding. Ja, so, ja. Was hat er gesagt? Aber 50-50 bietet er uns an. Also das heißt, 50% wir und 50% du, oder was? Ja. Er hat den meisten Arbeit. Oder? Ja, aber wie viel sind bei uns dabei? Nur wir drei eigentlich. Weißt du, wie ich es besser finde? Wenn wir aber eure 50 werden aufgeteilt in Videoauftritte, also am Ende des Monats. Ja, wenn du auf dem Video drin bist, kriegst du mehr. Anteil. Also es wird halt prozentual aufgeteilt dann zwischen okay. Allen. Find schon wie er es aufnimmt, damit das schwarz und weiß hat. Ja, aber das letzte Mal, ich habe keine Beweise, weil ich den Chat gelöscht habe. Die Verträge. Ich habe alle Sachen von unseren Sponsoren verkauft und wollte sie einladen zum Essen. Keiner hat geantwortet. Ja, ja.
Keiner hat geantwortet. Und ich habe den Chat nicht mehr, um das zu beweisen. Hä? Ich weiß davon gar nicht. Ich weiß auch nichts davon. Und dieses Gehirn. Seht ihr? Und alles hat da eingesteckt. Eigentlich nicht, Mann. Alles verkauft und alles. Warte, eine Frage. Aber jetzt, wenn jemand endbeliebt ist und überdurchschnittlich. Das bist du bestimmt nicht. Hä? Das sag ich, hab ich doch gar nicht gesagt. Aber sehen, wenn jemand. Da musst du davon profitieren, da musst du dein Instagram machen und dann da deine eigenen Sponsoren da ran holen. Kooperationen. Bist du uns Fitness, ist das? Oder was? Nein, ich meine nur, bist wenn du, jemand. Bist du uns Prozente weggeben, oder was? Ich hab doch nicht gesagt, dass ich beliebt werde oder so. Sagen wir. Nico, auf einmal ist er der Superstar. Yes. Keine Ahnung. Ja, dann verlässt er uns und macht seinen eigenen Kanal. Dann verlässt er uns und macht seinen eigenen Kanal. Immobilienkanal. Ja, aber, nee, aber das ist doch gut, so badisch, Mann. Ist doch fair aufgeteilt. Warte, was ist jetzt die Antwort auf meine Frage? Was war deine Frage? Was ist du, er will halt mehr. Er will sagen halt mehr. Wir 50-50. Was soll das sein? Ja, doch, was du heißt, er will mehr? Schau mal, wieso sagst du, ich will mehr? Das stimmt doch gar nicht. Da kommt drauf an. Was denkst du denn passiert? Was für einen Einfluss hat dann dieser Typ, der populärer ist auf den Gesamtwert von dem Kanal. Sagen wir zum Beispiel von den Kommentaren, die Leute schauen die Videos nur wegen Tati. 8 von 10 sind Kommentare für Tati. Zum Beispiel. Ja, ich verstehe, aber ja, überdurchschnittlich. Aber was denkst du, passiert da mit dem Kanal? Was für einen Einfluss hat er dann oder seine Popularität für den Kanal, dass man ihn mehr entschädigen kann? Ist doch logisch. Ja, aber ist doch gut so. Ja, ja. Ja, und dann? Aber wir trotzdem dann aufgeteilt. Sind wir liberal oder sozialistisch? Nein, wir teilen alles so auf. Er hat 50 und wir haben 50. Aufgeteilt also, auf die. Also sozial. Beispiel, wenn ich jetzt im Monat 10 Mal da drin bin, du nur 5 Mal, er nur 5 Mal, kriege prozentual mehr. Aber ja, nur was ist, wenn ein Video 1 Million Klicks macht und alle anderen nur 10.000? Wir teilen trotzdem. Oh, das ist ein guter Punkt auf. Eigentlich. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Das ist Sozialstaat. Ja, aber, Staat, sag ich. Das nein, ist ein guter heißt, Punkt. Wir teilen aber alles gleich. Ich bin für Liberalismus. Hau ab, Mann. Wieso? Warum denn, Leute? Der die Leistung entweder machen wir es gemeinsam oder gar nicht. Du bist schon, du bist entsozialistisch. Entweder machen wir es gemeinsam oder gar nicht. Nein, das ist mein. Also es geht um einen neuen Kanal, der noch 0 Abonnenten hat. Aber Finanzen müssen schon mal besprochen werden. Zum Beispiel? Ja, ich wiederhole. Ja. Null. Wir haben nicht mal eine Idee, wir haben keinen Namen. Wir haben nichts. Denken, das mehr Klicks bringt, mehr Wert. Ja, aber da kriegt er auch mehr. Wer mehr Wert bringt, kriegt mehr Preis. Er hat doch selber gesagt, wenn einer, der mehr im Monat Videos macht, also mehrere. Ich finde, die Anzahl allein reicht nicht. Was ist die Anzahl? Ja, ich habe euch ja gerade gesagt, das ist ein guter Punkt. Ja, das wär, aber trotzdem würde ich es so aufteilen, ganz ehrlich. Sagen wir zum Beispiel. Wir machen es auf die Anzahl. Sagen wir zum Beispiel. Ich weiß schon, ich Schau, wir machen zum Beispiel 30 Videos im Monat. Ja. Von diesen sind 10 unterdurchschnittlich. Ja. Und in diesen 10 ist Dimi. Ja? Ist doch. Dann kriegt er aber ein Prozentual. Genau. Dimi ist unterdurchschnittlich und überdurchschnittlich. Genau. Wieso sollte Dimi gleich viel kriegen? Aber warum reden wir jetzt über dieses Thema, wenn es noch nicht mal. Schau, wir brauchen einen Anreiz, damit ich jeder sagen, wir fangen einfach erstmal an, Mann. Du wolltest als erstes über Finanzen reden. Warum? Ich hab nur das so angesprochen, aber dass sie sich immer reinsteigen in die Themen, Mann. Haben die zwei immer heute mal irgendwie? Egal, ist nicht egal. Nein, weil wir erst mal anfangen müssen, Mann. Wir müssen es mal anfangen und danach können wir doch reden, wenn es soweit ist, oder? Aber dann können wir es wieder auf den Tisch setzen. Seid ihr zu 100% nicht dabei oder nicht? Bin dabei. Ja, aber das heißt aber auch dann oft treffen, gell? Ich bin dabei. Wenn Hon ist ja der macht, ja? Das müssen wir auch noch besprechen. Wenn er zum Beispiel sagt, wir brauchen Videos, dann. Gehen wir mal ein bisschen weiter, Mann. Wir schlafen die Beine. Wenn er sagt, wir müssen uns treffen, dann müssen wir uns treffen. Aber hey, eine Sache will ich jetzt schon sagen. Hey, wenn ich sage, hey, ich fühle mich nicht gut, will ich nicht hören, oh, der Barisch, komm jetzt und so. Oh mein Gott. Der ist doch verständlich. Ich sag's dir nicht. Der Barisch nimmt so Pilze und wir machen es. Es gibt schon einen so, der ist sogar aus München. Echt? Open Mind. Open Mind. Ja. Viel von meinem Wissen ist von ihm. Echt? Also die Idee ist schon mal weg. Viele Ideen sind schon weg. Es geht nicht mehr darum, was Neues zu erfinden, sondern Sympathie reinzubringen. Was besser zu machen einfach. Was können wir besser machen? Ja, alles. Wir sind krass. Wir sind krass. Wo wir sind einfach, weißt du? So. Ich will Manager werden. Du hast nicht zu spät erst umgedreht, Tati? Weil ich die gar nicht mal anschauen will, normalerweise, Mann. Du gehst mir echt auf den Keks mit deiner Art und Weise. Sitz mal neben ihm, Mann. Dann schlage ich dich sogar noch. Ja, bitte, Mann. Alter, was geht ab, Leute? Ich bin hier mit meinen Kollegen. Und die wollen einen YouTube-Kanal starten. Schon wieder
Deswegen schauen wir uns mal einen YouTuber an, der meiner Meinung nach erfolgreich geworden ist. Und wir kennen ihn sogar privat, persönlich. Manche mehr, manche weniger. Wir alle, oder? Ja, wir alle. Bin ich echt gespannt, Mann. Ich kenne keinen YouTuber, Mann. Ich kenne nur Ming, den Leute. Krassesten. Geh auf YouTube. Ja, ich bin nicht schon. Und Pokémon-Fans. Ja, ich heiße nicht mehr so, schon lange nicht mehr. Ich heiße super saftig jetzt. Gib einen Hong, Alter. Jetzt, was soll ich eingeben? Gib einen Min. Oh mein Gott. Hab ich doch gesagt, Mann. Gib einen. Ja, wie schreibt man den? M-I-N-H. M-I-N-H. Lee. Ja. Schau, er wird Lee direkt oben vorgeschlagen. Ja, aber Lee schreibt man mit einem E, nur mal so. Oh mein Gott, Mann, Peter Pan, Mann. Schau, er schaut genauso jung aus wie... 45.800 Abonnenten. Oh mein Gott. Hat jetzt 204 Videos. Er hat dich aber krass überholt, Tom. Ja, aber schau, wieso dann gleich. Wieso? Ja, schau, wen er alles als Gast hat. Weißt du, wo er jetzt wohnt? Wo? In Köln mit Crispy Rob. Wer ist das? Jetzt google, jetzt gib ein Crispy Rob. Oi, da Minde. Mit Crispy Rob, what the fuck, jetzt ernsthaft? Ja, Digga! Ey, das ist endskrank. Wer ist das? Leute, ich hab grad Gänsehaut bekommen. Gänsehaut, ja, was ist das? Hey, Crispy Rob, der hat 1,5 Millionen mit Kochvideos und so, war in den Trends und alles. Digga, ich sag doch, Min hat's geschafft. Und deswegen schauen wir uns den jetzt an. Lebt er jetzt von YouTube, oder was? Digga, er ist nach Köln gezogen. Schreibt man den? Ja, und was heißt das? Er ist nach Köln gezogen und jetzt? Crispy Cheesy Rob, den kennt doch jeder. CR? Der hat fast 2 Millionen Abonnenten, Mann. Ist das der linke oder der rechte? Der da! Nein, der andere. Alter, den kenne ich aber auch, Mann. Den sehe ich immer auf Ding, Mann. Wie heißt das auf Instagram? Say Argon. Der da! Nein, warte. Ist doch so ein Türke, Mann. Nee, den kenne ich nicht, Mann. Der andere? Den kenne ich nicht. Ja, Mann. Den sehe ich immer auf Instagram, Mann. Der macht auch ernst viele Kochvideos, Mann. Digga, er schaut schon an! Oh mein Gott, Mann. Er reagiert schon ohne uns. Alter, sorry, ich war gerade. Er hat noch Gänsehaut, Mann. Hallo, ich wollte mal Crispy Rob sehen, wer das ist, Mann. Den kenne ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall. Crispy wir Rob waren ist, doch bei Min, Mann. Auf jeden Fall, Crispy Rob ist anders krass. Was Next für Level. Koch oder was? Das ist unser Vorbild. Wir hätten ihn nachgemacht mit Kochen. Wie ist es dazu gekommen zur Kooperation? Oder wie wohnen die zusammen? Wie ist es passiert? Digga, frag mich nicht, Mann. So gut kenne ich mir auch nicht. Der verdient jetzt nur noch, lebt durch YouTube oder was? Digga, ich hab doch gesagt, so gut kenne ich ihn auch nicht. Ich dachte, er ist Chongs kleiner Bruder. Was ist Chong? Das ist doch cool. Du hast doch gesagt, er und Chong sind so. Sehr gut, Mann. Ich hab gesagt, einige kennen ihn mehr, besser, andere weniger. Aber wir kennen ihn alle. Wir haben schon mit ihm gepokert. Ich habe ihm mit einem Flash Geld abgezogen. Er hat nie was gesagt, Mann. Hä, wusstest du nicht, dass er YouTube macht? Doch, Mann. Ja, also. Hör mal endruhig. Irgendwie muss man ja auch, also YouTube ist ja auch ein Spiel. Und irgendwie muss man auch YouTube als Spiel spielen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Digga, ich wäre auch viel erfolgreicher gewesen, wenn ich immer positiv geredet, alles gut geredet. Immer schön hihi, haha mit den anderen YouTubern und so, dies, das. Genau, Mann, aber wir wollen kritisch bleiben. Hättest du das gemacht, oder was? Ich hätte es machen können, dann wäre ich erfolgreicher gewesen. Aber du wolltest ja nicht. Nee, habe ich auch nicht. Sonst hätte ich es ja gemacht, wenn ich es gewollt hätte. Deswegen, aber im Nachhinein hätte ich gesagt... Bereust du aber jetzt nicht, oder? Nee, bereue ich nicht, aber es wäre eine Option gewesen. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil ich bin. Wieso sollte ich das machen? Was suchst du mich jetzt, Junge? Damit der Platz hat. Mach mal was? Ja, wieso sollte ich? Ja, das meine ich ja, aber warum hast du nicht? Wolltest du nicht erfolgreicher werden? Damals nicht, ne? Ja, ich hab's ja nur zum Spaß gemacht. Bester Mann. Und jetzt? Würdest du es eventuell machen? Eventuell mehr als davor. Okay. Aber oh nicht Gott, komplett. Mann. Oh mein Gott. Ich täusch mich auch, Mann. Ja, ich kenn halt jetzt die Regeln. Ganz ehrlich, scheiß auf die Regeln, Mann. Du meinst nicht so, als ob du voll der Rebell bist. Nein, Mann. Wenn du das Geld riechst, bist du der Erste, der da dran ist. Ja, deswegen sage ich doch nicht. Aber nicht dieses überfreundliche, Mann. Nee, das kann man auch nicht faken. Oder? Ja, warte, hast du noch was zu sagen? Ja, möge der Bessere gewinnen. Vielleicht, wie es weitergeht, wann das nächste Mal... In 3 Monaten. Hey, wann das nächste Mal was gemacht wird? Mindestens wöchentlich bin ich dabei. Mindestens wöchentlich was? Ein Mann, ein Wort. Was sagst du dazu? Mindestens wöchentlich was? Wöchentlich einmal so treffen und so wäre ich schon dabei. Ja, ist viel zu wenig drin. Wir können auch die Frequenz erhöhen, kein Problem. Dann wieso hast du fliegen? Echt? Ja. Was mit dir? Schauen wir mal. Ich bin am Start, Freunde. Wann sehen wir uns wieder? Ja, das klären wir. Das klären wir nochmal.
Ich würde das lieber jetzt klären. Wir klären es.